herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Unganimo TV. Aus einem triftigen Grund, wie man das so schön sagt, wenn es um Grenzschließungen geht. Und gerade darum geht es in den nächsten Minuten hier in dieser Sendung. Heute hat nämlich Kanzleiminister Gergely Gulyás in der Pressekonferenz der Regierung bekannt gegeben, dass Ungarn ab dem 1. September seine Grenzen vor nicht-ungarischen Staatsangehörigen schließt. Also Nicht-Ungarn dürfen dann nicht einreisen nach Ungarn. Gulyás begründete die Maßnahme damit, dass Ungarn in Sachen Corona gut dastehe und die meisten Neuinfektionen in den letzten Wochen aus dem Ausland eingeschleppt worden seien. Ausländische Staatsbürger dürften also nicht einreisen. Alle ungarischen Staatsbürger, die nach Ungarn einreisen wollen, müssen für 14 Tage in die Quarantäne. Nur zwei in Ungarn mit einem zeitlichen Abstand von 48 Stunden durchgeführte negative Tests können die Quarantänezeit beenden. Es ist sehr wichtig, im Ausland durchgeführte Tests werden nicht akzeptiert, nur diejenigen, die in Ungarn durchgeführt wurden, und die Tests müssen von den Betroffenen aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Der Staat übernimmt keine Kosten. Gulyás begründete die Maßnahme damit, dass die zweite Welle der Infektion in Europa begonnen habe, was man an den sehr hohen Zahlen der Neuinfektionen beobachten könne. Mit den Maßnahmen wolle man die ungarische Wirtschaft, das neue Schuljahr und überhaupt das Land schützen. Zeitlich begrenzte Transitstrecken wird es wieder geben und wenn man einen triftigen Grund habe, so Gulyás, könne man auch im nächsten Zeitraum bei der Polizei eine Sondergenehmigung beantragen. Gulyás erwähnte, dass alles so geregelt werde wie im Frühjahr. Damals konnte man als nicht-ungarischer Staatsangehöriger einreisen, wenn man die ungarische Wohnkarte hatte. Die Grenzsperre tritt am 1. September in Kraft und sie wird voraussichtlich einen Monat lang dauern. Wie die einzelnen Regelungen ausschauen werden, darüber wird morgen entschieden und natürlich werden wir morgen in unserer normalen wöchentlichen Sendung auch berichten. Aber hier am Ende dieser Sondersendung müssen wir also noch einmal festhalten, ab dem 1. September schließt Ungarn seine Grenzen, einreisen können nur ungarische Staatsbürger und diejenigen, die eine Sondergenehmigung haben, aus einem ganz, ganz richtigen Grund. Also mein Ratschlag, wenn Sie in Ungarn etwas Dringendes zu erledigen haben, reisen Sie dann bitte bis Montag ein, bis dahin ist die Einreise frei. So viel also von uns heute, wir sagen jetzt Tschüss, bis morgen.